Politisch ist das perfide, dass uns weisgemacht wird, wir hätten gar keine Wahlen. In den 90er Jahren konnte man noch darüber streiten, ob eine funktionierende Wirtschafts- und Währungsunion ohne eine letztlich damals eigentlich von niemandem gewollte politische Union in Europa denkbar und realistisch wäre oder nicht. Wilmar Trupper, damals der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, sah die Sache pragmatisch. Was den politischen Rahmen anbelangt, ich zitiere, warten wir doch ab, welche Wirkungen der Euro zeitigen wird, sagte er. Wir haben abgewartet und sehen nun die zu erwartenden Wirkungen. Die Konsequenz aus dem Armutszeugnis, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sehen, wird aber nicht etwa dergestalt gezogen, dass man sich vor einer politischen Union umso mehr jetzt hüten muss. Im Gegenteil, der Euro wird uns nicht zuletzt von der Bundeskanzlerin als Sack und Sand verkauft, mit dem Zitat, scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Ruf nach einer politischen Union, sprich nach mehr Zentralisierung, Gleichmacherei, Umverteilung, institutionalisierter Verantwortungslosigkeit, ist lauter geworden. Und wer in diesem Ruf nicht einstimmt, verhält sich politisch inkorrekt. Irgendwas kann da nicht sein.